is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Christus kommt wieder zur Erde zurück. Es hat aber auch von diesem Beweis sagt Henoch, der siebente von Adam an, und gesprochen: Siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen. Am Ende der tausend Jahre kommt Christus wieder zur Erde zurück. Er wird von allen Erlösten begleitet, und Engel bilden sein Gefolge. Während er in schrecklicher Majestät herabkommt, befiehlt er den toten Ungerechten aufzustehen und ihre Strafe zu empfangen. Da kommen sie hervor, eine mächtige Schar, zahllos wie Sandkörner am Meer. Welch ein Gegensatz zu denen, die bei der ersten Auferstehung auferweckt worden waren. Die Gerechten waren mit unsterblicher Jugend und Schönheit bekleidet. Die Bösen tragen die Spuren der Krankheit und des Todes. Jedes Auge in dieser riesigen Menschenmenge schaut auf die Herrlichkeit des Gottessohnes. Einstimmig ruft die Schar der Gottlosen: Gelobt sei, wer da kommt in dem Namen des Herrn. Nicht Liebe zu Jesus drängt sie zu dieser Äußerung. Die Kraft der Wahrheit ringt die Worte von ihren unwilligen Lippen ab. Wie die Bösen ins Grab gegangen waren, so kommen sie jetzt wieder hervor, mit derselben Feindschaft gegen Christus und derselben rebellischen Einstellung. Ihnen wird keine weitere Gnadenzeit gewährt, um die Fehler der Vergangenheit wieder gut zu machen. Dadurch würde überhaupt nichts gewonnen. Ein ganzes Leben des Ungehorsams hat ihre Herzen nicht weich gemacht. Würde ihnen eine weitere Gnadenfrist eingeräumt, dann würde sie auf dieselbe Weise verwendet wie die erste, um den göttlichen Forderungen auszuweichen und Rebellion gegen ihn zu schüren. Christus kommt auf den Ölberg hernieder, von wo er nach seiner Auferstehung aufgefahren war und wo Engel die Verheißung seiner Rückkehr wiederholt hatten. Der Prophet sagt: Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der für Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten. Und das ganze Land wird verwandelt werden in eine Ebene. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Wenn das neue Jerusalem in seinem blendenden Glanz aus dem Himmel herabkommt, wird es auf der Stelle ruhen, die bereits gereinigt und dafür vorbereitet ist. Und dann betritt Christus mit seinem Volk und den Engeln die heilige Stadt.